Hallo ihr Lieben, in meinem heutigen Video häkeln wir zusammen dieses wunderschöne und super einfache Stirnband. Ja, das Ganze wird gehäkelt und zwar im tunesischen Strickmuster. Es sieht wirklich aus wie gestrickt, nur macht richtig viel Spaß und ist für so Personen wie für mich, ich stricke zum Beispiel nicht sehr gerne, eine absolut tolle Alternative. Es ist wirklich ganz, ganz einfach. Eine Reihe wird die ganze Zeit nur wiederholt und dann wird das Ganze einfach nur zusammengenäht. So sieht das Ganze von der Rückseite aus. Und ich finde, hier in diesem Muster kommt dieser einfache Twist ganz, ganz toll zur Geltung. Ich habe das Ganze auch nochmal für meine Tochter gehäkelt. Die ist 6 Jahre alt und jetzt haben wir ein Stirnband im Partnerlook. Ihr könnt die ganz leicht anpassen in der Breite, in der Länge, für wen auch immer ihr das häkeln möchtet. Es ist wirklich ganz, ganz einfach. Auch für Anfänger ein ganz, ganz tolles Projekt. Und jetzt zeige ich euch, wie genau das Ganze funktioniert und was wir benötigen. Ich häkel heute mit einer 6 mm tunesischen Häkelnadel und dazu einfach ein kurzes Kabel. Ihr benötigt auch eine Schere, eine Nadel, um die Fäden zu vernähen. Und ich häkel heute mit dieser Burnett Super Value. Ich zeige euch die mal. Und zwar ist das hier die Wolle. Ich habe die wirklich in allen verschiedenen Farben. Das ist eine 100% Acrylwolle und das ist eine Mediumwolle. Also so Aranwolle würde natürlich auch gehen. Ihr könnt natürlich jede Wolle nehmen, die ihr möchtet. Nur was ich euch empfehlen würde, ihr seht, hier wird eine 5 mm Nadel empfohlen, dass ihr mindestens eine Größe höher geht. Vor allem beim tunesischen Häkeln. Und ja, das ist die Wolle, die ich benutzt habe, nur in diesem Beige-Ton. Den Link zu der Wolle verlinke ich euch natürlich wieder unten in der Infobox. Und dann fangen wir mal an. Wir beginnen mit einer Schlaufe und ich häkel für mein Stirnband 16 Luftmaschen. Also ihr holt euch den Faden, zieht durch. Holt euch den Faden, zieht durch. Wir haben jetzt 2 Luftmaschen gehäkelt. Und ihr häkelt jetzt weiter, bis ihr insgesamt 16 Luftmaschen fertig habt oder bis ihr eure gewünschte Breite von eurem Stirnband erreicht habt. Wenn ihr natürlich eine andere Wolle nehmt, braucht ihr entweder weniger oder mehr Luftmaschen. Aber mit jeder Wolle und in der Breite, die ich es möchte, häkelt ihr erst einmal 16 Luftmaschen. Wenn ihr dann eure 16 Luftmaschen fertig gehäkelt habt oder eure Luftmaschen für die gewünschte Breite, fangen wir an mit unserer ersten Reihe. Und zwar die Schlaufe auf der Nadel zählt schon mit bei der tunesischen Reihe. Und was wir jetzt machen, wir gehen jetzt einfach in die nächste Masche, stechen ein, holen uns den Faden und ziehen hoch. Alle Schlaufen werden sich jetzt auf der Nadel befinden. Wir gehen in die nächste Masche, holen uns den Faden und ziehen hoch. In die nächste Masche, holen uns den Faden, ziehen hoch. Und das machen wir jetzt in jede Masche. Also einstechen, Faden nehmen und hochziehen. Das ist jetzt die erste Reihe vom Grundmuster. Damit wird immer begonnen. Dazu habe ich auch noch ein separates Video. Es ist wirklich ganz, ganz einfach. Und das macht ihr jetzt, bis ihr dann in eurer letzten Masche angekommen seid. Ich bin jetzt in meiner letzten Reihe angekommen und so sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt häkeln wir die tunesische Rückreihe. Ihr holt euch den Faden und geht jetzt nur durch die erste Schlaufe durch. Holt euch den Faden und jetzt gehen wir immer durch 2 Schlaufen durch. Also durch 2, Faden nehmen, durch 2, Faden nehmen, durch 2. Und das macht ihr jetzt einfach. Wir gehen immer durch 2 Schlaufen durch, bis ihr am Ende nur noch eine Schlaufe auf der Nadel habt. Also Faden nehmen, durch 2 Schlaufen durch, Faden nehmen, durch 2 Schlaufen durch. Also ihr seht, auch das ist wirklich ganz, ganz einfach. Ich häkel die Reihe mit euch mit.
Also wichtig ist nur, dass ihr am Schluss nur noch eine Schlaufe auf der Nadel habt. Also Faden nehmen und wir ziehen durch. Und jetzt haben wir nur noch eine Schlaufe auf der Nadel und unsere erste Reihe ist fertig. Und in dieser Reihe beginnen wir jetzt mit unserem tunesischen Strickmuster. Auch das ist wirklich ganz, ganz einfach. Dazu habe ich auch noch ein separates Video. Das wird euch auch gleich hier oben angezeigt. Was wir jetzt benötigen, ich nehme das Ganze mal ein bisschen näher. Ihr seht, wir haben jetzt hier die vordere Schlaufe. Wir gehen aber durch die Schlaufe durch, dass wir hier hinten rauskommen. Also wenn ihr das Ganze hier ein bisschen auseinanderzieht, seht ihr, haben wir hier eine Öffnung. Also hier die Öffnung und da müssen wir dann immer mit der Nadel hindurch. Ich zeige euch das jetzt mal. Also die allererste Masche hier wird übersprungen. Hier ist jetzt unsere nächste Masche. Und ich gehe jetzt einfach durch. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Hier ist die vordere Schlaufe und wir gehen durch, holen uns den Faden und ziehen hoch. Hier ist jetzt die nächste Schlaufe. Auch da gehe ich jetzt einfach nur durch, dass ich auf der anderen Seite wieder rauskomme, hole mir den Faden und ziehe hoch. Und das ist wirklich das ganze Muster. Also nochmal, hier vorne ist unsere Schlaufe. Wenn ihr das Ganze ein bisschen auseinanderzieht, seht ihr, befindet sich hier ein Loch. Und dort geht ihr rein, holt euch den Faden und zieht hoch. Die nächste Masche, dann gehen wir in die nächste Masche hinein, holen uns den Faden, ziehen hoch. Und das wird jetzt einfach nur wiederholt in jede Masche. Häkelt das Ganze nicht zu fest, also einfach schön locker, einfach in diese Masche einstechen, bis ihr dann in eurer letzten Masche angekommen seid. Was jetzt ganz wichtig ist, wir haben jetzt hier unsere Randmasche. Wenn ihr das Ganze ein bisschen dreht, seht ihr, haben wir hier zwei Schlaufen und in die gehen wir jetzt einfach mit der Nadel hinein. Diese zwei Schlaufen liegen jetzt auf unserer Nadel und das ist unsere Randmasche. Ihr holt euch dann den Faden hier und zieht hoch. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt häkeln wir einfach wieder die tunesische Rückreihe. Für die Randmasche holt ihr euch den Faden und geht einfach nur durch die erste Schlaufe durch. Und jetzt wieder durch zwei Schlaufen durch, bis ihr nur noch eine Schlaufe auf der Nadel habt. Also Faden nehmen, durch zwei, Faden nehmen, durch zwei Schlaufen durch. Und das macht ihr jetzt, bis ihr nur noch eine Schlaufe auf der Nadel habt. Also ihr seht, ich gehe immer durch zwei Schlaufen durch, bis ich am Ende nur noch eine Schlaufe auf der Nadel habe. Und so sieht unsere erste Reihe im Strickmuster jetzt aus. Und diese Reihe wird jetzt einfach nur wiederholt. Ich zeige euch das natürlich nochmal. Also jetzt ist es vielleicht ein bisschen einfacher für euch. Ihr seht wieder, hier vorne befinden sich jetzt diese Schlaufen. Und wenn ihr das Ganze ein bisschen zu euch dreht und auseinanderzieht, seht ihr hier dieses Loch und da müsst ihr hineinarbeiten. Die erste Masche hier wird immer übersprungen, also diese Randmasche direkt an der Nadel. Hier, die wird übersprungen. Und jetzt wieder, wir gehen mit der Nadel in den Zwischenraum hier einfach hinein, holt euch den Faden, zieht hoch. Hier ist jetzt unsere nächste Masche. Ihr seht, wenn ihr das Ganze auseinanderzieht, haben wir hier diese zwei Schlaufen und zwischen diese zwei Schlaufen geht ihr hinein und zieht hoch. Und das wird jetzt einfach nur wiederholt. In jede Masche gehen wir einfach zwischen diese zwei Schlaufen hier hinein, holen uns den Faden und ziehen hoch. Und ihr werdet sehen, jetzt in den nächsten zwei, drei Reihen erkennt man das Muster schon richtig, richtig gut.
Und das ist einfach die Reihe, die wir jetzt einfach nur wiederholen werden. Es ist die eine Hinreihe und dann natürlich die tunesische Rückreihe. Ich bin jetzt wieder hier am Ende angekommen und hier ist jetzt wieder unsere Randmasche. Die ist ganz wichtig, dass ihr die nicht vergisst. Ihr geht dann einfach jetzt hinein. Ihr seht, ihr habt hier eure zwei Schlaufen aufliegen. Holt euch den Faden und zieht hoch. Und jetzt häkeln wir wieder die Rückreihe. Faden nehmen durch die erste Schlaufe nur durch. Das ist ganz wichtig. Somit entsteht dieser schöne Rand. Und jetzt holt ihr euch den Faden und geht durch zwei Schlaufen durch, bis ihr nur noch eine Schlaufe auf der Nadel habt. Das macht ihr jetzt und dann sehen wir uns gleich am Ende der Reihe wieder. Ich bin jetzt am Ende der Reihe angekommen und ihr seht, es rollt sich hier unten ein bisschen. Das ist ganz normal. Ihr habt nichts falsch gemacht, also nicht wundern. Wenn ihr weiter häkelt, wird sich das Ganze schön legen. Nur die ersten paar Reihen ist das normal, dass das Ganze sich halt so wellt. Aber wenn ihr das euch jetzt anschaut, könnt ihr das Strickmuster schon erkennen. Ich zeige euch nochmal die eine Reihe und dann wird diese einfach nur wiederholt. Also wie gesagt, die allererste Masche hier wird übersprungen. Ihr seht, ich gehe jetzt einfach zwischen diese zwei Schlaufen hinein, hole mir den Faden, ziehe hoch. Hier ist die nächste Masche. Auch hier gehe ich wieder zwischen diese zwei Schlaufen hinein, hole mir den Faden und ziehe hoch. Und das macht ihr jetzt einfach wieder in jede Masche. Das Tolle daran ist, ihr müsst jetzt nicht viel mitdenken, sondern einfach nur häkeln und entspannen. Und es ist wirklich so ein tolles Projekt und es sieht wirklich aus wie gestrickt. Was ich noch erwähnen wollte, dadurch, dass wir mit 16 Luftmaschen angefangen haben, werdet ihr auch immer 16 Schlaufen auf der Nadel haben. So könnt ihr das Ganze immer kontrollieren, ob ihr noch die richtige Anzahl an Maschen habt. Ich bin jetzt wieder hier am Ende angekommen. Hier ist wieder meine Randmasche. Dort gehe ich jetzt einfach wieder hinein, habe wieder meine zwei Schlaufen auf der Nadel, hole mir den Faden und ziehe hoch. Und hier könnt ihr jetzt das Muster schon richtig gut erkennen. Und jetzt häkeln wir die tunesische Rückreihe. Für die Rückreihe wie vorher auch, ihr holt euch den Faden und geht erstmal nur durch die eine Schlaufe durch. Und jetzt wieder durch zwei, durch zwei, durch zwei, bis ihr nur noch eine Schlaufe auf der Nadel habt. Und dann sehen wir uns am Ende dieser Reihe gleich wieder. Ich bin jetzt am Ende der Reihe angekommen und ihr seht, umso mehr Reihen wir häkeln, umso besser sieht man dieses wunderschöne Strickmuster. Ihr häkelt jetzt diese beiden Reihen, die Hin- und Rückreihe, einfach weiter, bis ihr die gewünschte Größe für euren Kopfumfang erreicht habt. Also wenn ihr einen Kopfumfang habt von 50 cm, häkelt ihr einfach weiter, bis ihr eure 50 cm erreicht habt. Oder für ein Kleinkind braucht ihr einfach, wie gesagt, nur den Kopfumfang und das ist dann die Länge, die wir für unser Stirnband benötigen. Also ihr wiederholt jetzt die Hin- und Rückreihe immer und immer wieder. Ich häkel das Ganze jetzt natürlich auch weiter und dann zeige ich euch gleich, wie das Ganze aussieht. Ich habe das Ganze jetzt weiter gehäkelt und so sieht mein Stirnband jetzt aus. Ich habe, wie gesagt, insgesamt 52 cm gehäkelt. Also das benötige ich für meinen Kopfumfang. Also ihr seht, ich messe das dann einfach hier ab. Einfach nur abmessen und wie gesagt, ich habe hier 52 cm. Wenn ihr das natürlich für ein Kind häkeln möchtet, braucht ihr einfach nur den Kopfumfang von dem Kind. Und wenn ihr dann eure gewünschte Länge erreicht habt, können wir das Ganze gleich einfach beenden und dann werden wir das Ganze zusammennähen. Als allererstes werde ich jetzt hier den Anfangsfaden, mit dem wir angefangen haben, vernähen, dass der mich einfach nicht stört, wenn wir das Ganze gleich zusammennähen. Also wie beim normalen Häkeln auch, ihr holt euch jetzt einfach eure Nadel,
geht jetzt einfach hier hinein, wo ihr halt könnt, und vernäht den Faden einfach, dass es halt nicht aufgeht. Ich gehe dann immer hin und her mit meiner Nadel. Das Ganze halt einfach nur zu sichern. Und dann gehe ich halt nochmal jetzt einfach irgendwo hinein und werde jetzt einfach nur einen Knoten machen. Das Ganze zuziehen. Und jetzt könnt ihr den Faden abschneiden. Und jetzt werden wir das Ganze hier oben auch beenden. Um das Ganze jetzt hier zu beenden, geht ihr einfach mit der Häkelnadel hinein, häkelt eine Luftmasche, zieht das Ganze fest, lasst jetzt ein bisschen längeren Faden, weil wir den halt benötigen werden, um das Ganze gleich zusammenzunähen, schneidet den Faden ab, holt euch eure Nadel, zieht den Faden durch und zieht das Ganze fest. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr ganz einfach das Ganze zusammennäht. Und jetzt seht ihr, habe ich hier meine Vorderseite. Hier ist die Rückseite. Ihr legt das Ganze jetzt einfach nur so auf. Also ihr seht, ich habe das einfach nur gefaltet. Ihr holt euch jetzt die linke Seite, faltet die in die Hälfte, so wie hier. Und das Gleiche macht ihr auch auf der anderen Seite. Also einfach nur nehmen und in die Hälfte falten. Jetzt nehme ich mir die rechte Seite und lege die mittig auf. So wie hier und so. Und so wird das Ganze jetzt einfach nur zusammengenäht. Ich zeige es euch nochmal. Also einfach nur zusammenklappen. Hier befindet sich unsere Rückseite. Linke Seite nehmen, in die Hälfte falten. Die rechte Seite nehmen, genau das Gleiche, auch in die Hälfte falten. Und dann einfach nur aufeinanderlegen. Wichtig ist halt nur, dass das Ganze schön ordentlich aufliegt. Und jetzt beginnen wir, das Ganze einfach nur zusammenzunähen. Ich hole mir dann einfach die Nadel und gehe jetzt einfach nur durch alle vier Schichten durch. Die erste ist ein bisschen schwierig durchzukommen, aber ihr seht, ich habe hier 1, 2, 3 und 4. Ich gehe dann einfach nur durch. Gehe auf der anderen Seite wieder rein, wieder wichtig, durch alle vier Schichten durch und ziehe das Ganze einfach nur durch. Dann wieder von unten nach oben, durch alle Schichten durch und das Gleiche hier auch wieder zurück. Und das mache ich jetzt einfach mit der kompletten Seite. Wenn ihr das dann ganz hier zusammengenäht habt, gehe ich einfach nochmal zurück. Also jetzt wieder einfach nur zurück, damit das Ganze auch schön hält und uns nicht aufgeht. Also jetzt einfach wieder zurücknähen, dass wir es ganz einfach doppelt hier haben und dass da nichts passieren kann. Also ihr seht, es ist wirklich super, super einfach. Und jetzt macht ihr das Ganze einfach nur noch auf jeder Seite, bis ihr dann am Ende angekommen seid. Ich bin jetzt hier gleich fertig. Gehen wir noch einmal hier durch. Und dann nochmal hier auf der Seite. Was ich jetzt machen werde, ich werde jetzt schon mal den Faden vernähen. Ich gehe jetzt einfach wieder durch ein paar Maschen einfach hin und her. Werde dann Knoten machen und dann könnt ihr das Ganze beenden. So, ich gehe jetzt einfach dann hier in die Masche irgendwo hinein. Durch die große Schlaufe hindurch. Ziehe das Ganze fest. Und jetzt schneide ich den Faden einfach nur ab. Und jetzt drehen wir das Ganze um. Und hier
ist unser Twist. Also ihr seht, es ist wirklich super, super einfach. Und ich finde, gerade in dem Muster kommt dieser Twist so toll zur Geltung. Ja, und so sieht das Ganze aus. So sieht unser Stirnband jetzt aus. Und ihr seht, das Muster kommt ganz, ganz toll zur Geltung. Vor allem mit diesem super einfachen Twist auf der Rückseite genauso. Und wie gesagt, es hat wirklich ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt natürlich genauso viel Spaß an diesem Stirnband wie ich auch. Ich freue mich wieder riesig über eure Fotos, über eure Kommentare. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Habt jetzt einen ganz tollen Tag und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.